Hallo zusammen. Ursprünglich wollte ich es mir heute einfach machen und euch schon einen Jahresrückblick präsentieren. Dann dachte ich aber auch, nö, das können wir nächste Woche immer noch machen. Aber ich dachte, ich setze mich einfach mal hin. Mal gucken, wie das so aussieht, wie das so rüberkommt. Ich bin ja schon 30, da darf man ruhig schon mal sitzen. Inklage startet 2018 einen Investorenwettbewerb für den Rathausneubau. Bürgermeister Frank Bittner sucht dabei regionale Bietergemeinschaften für den Ideenwettstreit. Ende Oktober 2018 wird das Konzept mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das auch im Bereich Funktionalität und Anpassung ins Stadtbild überzeugt, als Sieger präsentiert. Unbekannter raubt mit Messer einen Supermarkt in Fisbeck aus. Der Mann betrat am Mittwochabend das Geschäft an der Astruber Straße und forderte die Kassiererin auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Der Räuber stieg anschließend als Beifahrer in einen silbernen VW Polo. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit kräftiger Statur und einem osteuropäischen Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Vechta entgegen. Bei Karrierestart TV stellen wir euch eine neue Ausbildung vor, und zwar die zur Weihnachtsfrau. Das fertige Video findet ihr Samstag auf den Facebook-Seiten der UV und von Karrierestart TV. Im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen, dann eben zu einem OV-Video-Jahresrückblick.